Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dark Souls. Ja, wir haben uns in der letzten Folge schon mal ein wenig ausgerüstet. Das brauche ich nicht mehr, das brauche ich nicht mehr, die brauche ich irgendwie auch nicht. So, dann packen wir die schwarzen Feuerbomben mal hier rein. Und hier die göttlichen Segen. Genau, und dann wollen wir uns mal wieder den zwei hässlichen Ebern da hinten widmen. Das heißt wollen, müssen, mehr oder weniger. Ich glaube, da wär's. Nee, warte mal, das hat auch nicht viel Sinn gemacht. Aber vielleicht macht's mehr Sinn mit einer Hiebwaffe gegen die. Das Typ normal Stoß, normal, normal Schlag. Schlag, die okkulte Keule. Können wir eigentlich mal ausprobieren. Aber erst da hinten. Aber vorher müssen wir uns ja noch an einem Gegner vorbeidreschen. So viel weiß ich noch. So, hey du da. Komm mal her. Na. Das dachte ich mir. Komm mal her. Ja. Ja. Ist ja gut, mein Digga. Versucht echt immer wieder davon zu springen, ne? Sehr schön. Die sterben zum Glück ziemlich schnell mittlerweile. Finde ich eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Also das heißt, dass wir tatsächlich Fortschritte machen, ja. Genau, und jetzt die zwei Eber. Also zuerst eine und dann eine andere. Zum Glück nicht beide gleichzeitig. Ich glaube, das würde mir echt noch den Rest geben. Gucken. Achtung vor dir, sehr fein. Ja, das stimmt allerdings. So, mein Freund. Die Taktik nehmen wir wieder wie beim letzten Mal. Auf uns zurennt. Au. Das war anders geplant. Verdammt. Wir machen dem kaum Schaden, Leute. Ich weiß aber auch nicht so richtig, was ich noch machen soll. Oh. Okay. Das ist schiefgelaufen. Ja, was machen wir gegen den? Leute, ich habe echt keine Ahnung. Vorbeirennen wäre noch eine Idee, aber. Ach, klar. Okay, Leute. Ich glaube. Wir rennen wirklich einfach mal vorbei. Hoffen, dass unsere Ausdauer das mitmacht. Und krallen uns die dann später irgendwann mal. Wenn überhaupt, weil eigentlich sind sie ja nicht wichtig. Ich würde die eigentlich schon ziemlich gern töten. Ich weiß halt nur echt nicht wie. Ja, ist ja gut. Wie tötet man einen gepanzerten Eber? Ja, komm, ich versuch's nochmal mit draufhauen. Und dann können wir ja. Vielleicht können wir auch nochmal eben. Was macht man damit? Keine Ahnung. Okay, dann Moment. Mit Feuer könnten wir die. Ach nee, die schwarzen Feuerbomben gehen ja nicht. Ja, machen wir da? Was machen wir da? Wurfmesser, kohleartiges Harz. Moment. Das ist doch eine Idee, oder? Fügt Waffe der rechten Hand Feuer hinzu. Und Goldharz haben wir auch noch. Haben wir in den Tiefen noch irgendwo einen Schmied? Ich glaube nicht, oder? Nee, das wäre zu leicht.
Na gut. Passt auf. Dann packen wir hier mal die Feuerbomben raus, weil die eh keinen Schaden machen. Und packen stattdessen das Harz rein. Und ja, ich glaube, das ist ganz gescheit, wenn wir das gleich mal auftragen. Können wir ja machen. So, und so, sammeln erstmal unseren Scheiß wieder auf. So, hauen mal drauf. Ja gut, viel Schaden macht jetzt nicht. Ja, komm. Ecke. Autsch. Ja, fast Autsch. So richtig Autsch war es gar nicht. Ja, komm mal rum hier. Ja, so war das eigentlich nicht gedacht. Verdammt. Ecke. Na! Ah. Verdammt. Das war auch wieder anders geplant. Ja, genau. Mach mal da Ecke. Okay. Part ist wieder weg. Puh, Zweihand macht das doch ziemlich Damage, muss ich sagen. Okay, so können wir ihn auf jeden Fall besiegen. Das ist schon mal sehr gut. Verdammt, man muss noch nah genug rangehen, dass man auch trifft. Das ist schlecht, das ist schlecht, das war sehr schlecht. So. Muss der andere? Nein. Ah, weg. Verdammt. Hinter dich, hinter dich. Warum hier um die Ecke? Weg. Verdammt. Okay, aber Tatsache. Mit Zweihand, wenn wir ordentlich drauf haben, dann macht es schon Sinn. Tada! Sieh mal, so schwer war er gar nicht. Gibt 1000 Seelen, echt jetzt? Das ist ja ein Witz. Das ist ja echt ein Witz. Warum tun die sowas? Das ist doch echt nicht wert, dass man sich mit denen anlegt. Na, guck mal. Wer da auf uns wartet. Hallo. Ja. Nein. So. Jetzt kriegst du mal einen. Dann gehen wir mal hier um die Ecke. Ja, das dachte ich mir. Scheiße. Boah, Glück gehabt. Seht ihr? Sowas muss man bedenken. Schnell rum um die Ecke. Kann er mich mal gern haben. Na, greif mal an. Au, 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 au. Das war schlecht. Schnell rum hier. Ja, so ist gut. Du bist hier. Das war knapp. Das hätte auch ins Auge gehen können. Na los, greif mal an. Sehr schön. Tada, auch tot. So, und das Schöne an diesen Biestern ist, die spawnen nicht nach Reiskeiler hin. Oh, und das ist ein Leuchtfeuer. Sehr schön. Gucken wir uns den Helm doch gleich mal an. Reißerkeiler Helm. Ist schwer. 0,45, das ist zu hoch. Wie viel sind wir jetzt? 40. Nee. Das ist zu hoch, leider. Aber, gute Abwehr. Aber keine Resis. Resis sind für den Arsch. Der abgetrennte Kopf des vollständig gepanzerten Reiskeilers vom Jäger als Zeichen seines Triumphes mitgenommen. So wie die Götter es dereinst mit dem Köpfen mit dem Kopf des alten Drachens taten. Kann als erstaunlich solide Schutzausrüstung auf dem Kopf getragen werden. Auch ein Angriff mit den Reißzähnen ist möglich. Okay. Auch interessant. Aber leider nicht für uns gebräuchlich. Ah. Naja, ich bin ja eigentlich kein Fan davon, Bücher zu zerstören. So, sehr schön. Und das Gute ist, die spawnen auch nicht neu.
So, jetzt will ich aber erstmal Ausrüstung reparieren, weil, ja, gar nicht mal. Ich dachte, das nimmt unsere Ausrüstung etwas mehr mit. Aber schön, wenn es das nicht tut. So. Okay, dann können wir ja weitergehen. Dann gucken wir eben nochmal. Was ist das denn? Bestimmt eine Sonnenscheibe? Keine Ahnung. Voilà. Ah ja, hier ist der Hebel, um den Aufzug zu rufen. Und hier ist der Hebel, um den Aufzug zu steuern. Wenn man drin steht. Gut. Gucken wir doch gleich mal, wo wir rauskommen. Ah. Ah! Leute! Leute! Was ist denn mit euch verkehrt gelaufen, ey? Scheiße, scheiße, scheiße. Ausdauer? Nein? Gut. Gut, 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 gut. Haben wir schon mal... Autsch. Ah ja. Ist noch so ein Arsch? Aha. Ach, komm mal her, hier. Ich hoffe, hier kann mich dein Kumpel nicht treffen. Ja, denkst du wahr? So. Oh, guck mal, da oben steht noch was. Und noch so ein anderer. Bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, wenn wir den hier mal einen Seelenpfeil aufhalten. Auf jeden Fall gesessen. Entschuldigung, da musste ich kurz husten. Ah! Goddammit. Das ist wieder so ein verfluchter Nekromant. So, jetzt machen wir es einfach mal. So, ja. Komm du mal her. Genau so dachte ich mir das. Ah, bloß ein bisschen mehr Ausdauer hätte ich gern. Ein bisschen mehr ist gut, ich hätte gerne wesentlich mehr Ausdauer. Was ist denn los? Okay, die sind sehr ausdauerintensiv. Was bist du denn? Warum stehst du da rum? Okay, kommt, den kaufen wir uns jetzt auch nochmal schnell. Können wir den backstabben? Oder auf die Art auf jeden Fall nicht. Ja, schlecht. Oder sehr schlecht. So, ich mach mal eben schnell einen Rückwärtsgang. Ich erstmal um den hier kümmern. Ah! Verdammt. Ah! Gott, warum macht ihr sowas? Ah! Ich bin fast tot. Warum sagt mir das denn niemand? Meine Fresse. Das hätte jetzt echt ins Auge gehen können. Gut. Heiliger. Das ist übel. Okay, jetzt gucken wir mal kurz da. Okay, da steht der Necromancer. Und sonst sehe ich jetzt eigentlich keine Gegner. Das heißt, wir laufen einfach mal schnell hin. Autsch. Was zum... Wo ist er denn hin? Ganz schlecht. Da oben steht er jetzt. Ernsthaft? Boah, Leute. Tanzt der? Was macht der da? Okay, aber ist schön hier. Muss man... Groß, groß, groß. Riesengroß. Okay, wie kommen wir jetzt am besten an den ran, ne? Den würde ich ja doch gern schnell aus dem Weg haben. Hm. Hm.
Da hinten schleicht auch noch ein Gegner rum. Ich würde sagen, wir kümmern uns erstmal um den, weil der uns sonst später im Weg steht. Er hat mich gesehen, das dachte ich mir. Hey Meister. Ja, genau. Mit dir rede ich. So. Ja, denkst du. Okay. Jetzt mal eben ein bisschen Ausdauer sammeln. Jetzt kriegst du einen. Ich höre hier Schritte. Das ist irgendwo anders, sind auch noch Gegner. Beziehungsweise vielleicht sind sie auf dem Weg hierher. Aber scheinbar nicht. Das ist seltsam. Okay, wir rennen mal schnell hinten lang. Ah, da sieht man an. So. Der ist aus dem Weg geschafft. Hier liegt noch was. Eine Ritterseele, sehr schön. Guck mal, die Schatten sind ganz unten. Heißt das, dass die Gegner auch runtergelaufen sind, die Treppe? Das wäre natürlich auch super. Ja, weit oben stehen tun sie nicht. Das ist mal sicher. Wow. Hä? Ah, guck mal. Das ist super. Oh. Okay, mal schnell eben auf die andere Seite. Und den Knilch mal abwarten. Von welcher Seite wird er kommen? Rennt er uns hinterher oder rennt er auf der anderen Seite? Wo kommt er überhaupt? Können wir das? Scheinbar nicht. Was? Oh. Ja, komm mal her. Ja, hierher. Die andere Seite des Regales, genau. Oh, irgendwie. Ah, nein! Mist. Harz verkackt. Macht nichts. Wir haben ja noch. So, dann will ich mir noch eben den da vornehmen. So, da steht schon der nächste. Ja, komm. Ist auch noch eben dein Fett weg. Solange das Schwert noch brennt. Okay, hier ist sicher auch wieder ein Aufzug. Aber natürlich guck mal erstmal rundherum, ob wir irgendwas finden. Zum Beispiel die beiden da. Und den da. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die bloße Berührung mit denen macht schon Schaden. Das wäre natürlich auch ziemlich uncool. Aber wäre denkbar, so wie die aussehen. Nämlich irgendwie nicht gesund aus. Vor dir links. Ah, sehr schöne Warnung. Ja, denkst du so, wa? So, Funkeltitanid, yay! Coole Sache. Auf jeden Fall. So, ja, komm mal. Das Einzelne sind mir die auf jeden Fall lieber. Gut so. Ich glaube, gegen die kann man echt zweihändig gut antreten. Weil die ja dann doch nicht so schnell sind. Ja, ja, ja. So. Sehr schöne Sache. Gucken wir mal hier. Ah, hier ist eine Kiste, die uns angreifen wird. Deswegen einfach mal den hier. Ja, komm.
Nein! Ach Gott, Glück gehabt. Quatsch. Jetzt muss ich eine Ausdauer regenerieren. Jetzt kriegen wir ein Problem. So. Doofe Kiste. Oh. Ein Kristallritterschild. Okay, jetzt müssen wir doch mal gucken. Ein Kristallritterschild. Kristall. Es hat plus 20 Haltbarkeit und. Ja, guter Angriff, aber sonst. 20 Haltbarkeit macht für ein Schild, glaube ich, nicht viel Sinn. Deswegen lassen wir das doch gleich mal. Jetzt trinkt man doch noch ein. Und gucken auf der anderen Seite nochmal hinter. Vielleicht steht da auch noch eine Kiste. Das ist aber echt eine schöne Bibliothek. Ich stehe sowieso auch so riesen Bücherregale und so. Das finde ich total geil, ja. Auch wie es da riecht in so einer Bibliothek, ja. Ich weiß nicht, ich mag das. Das ist echt geil. Ah ja, Kette nach hinten, die können wir aufnehmen. Noch ein Funkeltitanit, sehr schön. Okay, und dann würde ich sagen, beende ich die Folge an dieser Stelle. Ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder mit dabei. Das heißt, Let's Play Dark Souls. Bis dahin, noch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Woche, was auch immer. Und ja, ciao, ciao.